Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Rizzo H2. Ich setze gerade zu Hause eine Geflügelbrühe an und da wollte ich euch gerne dran teilhaben lassen. Im Endeffekt braucht ihr nichts weiter. Ich habe hier die Karkasse von einem Huhn, also im Prinzip was ich ausgelöst habe vorher, also nur noch das Knochengerüst mit ein paar Fleischstücken halt noch mit dran. Dann habe ich hier noch ein paar Oberschenkel, die ich ganz einfach mal mit auslöse, wo ich heute Abend noch ein Caesar Salad zu Hause mache. Ein Suppengrün, ein bisschen Lorbeer, ein bisschen Pfeffer. Das Ganze wird mit kaltem Wasser angesetzt und dann lassen wir die ganz langsam aufkochen. Ne? Also die darf nicht kochen wie dreckige Wäsche, sondern wirklich ganz, ganz langsam. Dann wird sich natürlich oben so ein bisschen Schaum bilden. Den schöpft ihr ganz einfach mit einer Schaumkelle ab. Das sind im Prinzip das Eiweiß, was die Trübstoffe der Brühe sammelt. Wenn ihr das nicht machen solltet, dann wird natürlich eure Brühe sehr trüb und das wollen wir natürlich vermeiden. Das heißt, viel Spaß beim Brühe ansetzen und ich zeige euch jetzt noch die Ingredienzien und genau, die könnt ihr euch auch gerne auf Vorrat machen. Weckt die ein in kleinen Flaschen, dann habt ihr immer ein bisschen frische Brühe da. So, hier seht ihr die Ingredienzien. Hier oben haben wir die Hähnchenkeulen, die ich noch auslesen muss. Hier sind die ausgelösten. Das Suppengrün, Karotte, Sellerie, Lauch, schwarzer Pfeffer, Lorbeerblätter und der Topf mit den Karkassen. Jetzt noch flugs das Gemüse in warmes große Stücke geschnitten. So, kaltes Wasser dazu. Jetzt kommt hier Lorbeer, Pfeffer dazu. Salz habe ich schon dazugegeben. Und jetzt tun wir das hier ganz langsam, Stufe 5, 6, auf der Induktion oder auf dem Kochfeld langsam vor sich hinkochen lassen. Also dann, bis später. Ciao.